Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den ETS 2 im Multiplayer zusammen mit dem McManus. Hallo. Hallo. So, Bahn 46. Wärst du jetzt noch eine Bahn oder was? Wie viel hast du denn noch? 296. 178, das heißt, ich brauche nur halb so lange wie du. Nee, ich brauche nur, eigentlich nur ein Zehntel der Zeit. Hattest du nicht schon abgegeben? Ich bin fertig. Dann nimm doch noch eine Bahn an. Ja, mach ich auch. Ich muss hier, ist eh Slowakei. Warte mal kurz. Ja, was? Nee, nix. Schon gut, mach. Was denn? Nix. Nur wieder. Hier oder was? Was? Nee, ob das hier ist gerade. Was? Ach ja, meine Frage. Ja, die Frage, die ich fragen will. Was? 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 Was wohl? Ja, wenn du dich nicht auskotzt, was soll ich machen? Ja, wir fahren LKW. Was machen wir da in der Regel? Wir hängen Anhänger dran. Ja, du baust meistens Unfälle und klopfst dich mit anderen Leuten. So ein Arsch. Ich fahr LKW. Und habe Lukas dabei. Weil Lukas ist. Ach, das ist einer Kumpels oder was? Ja, sicher. Weil Lukas ist ein krasser Gangster. Hab ich gerade nochmal angeschrieben, hat sich nochmal entschuldigt dafür. Dass er da so ausfallend geworden ist. Nachdem ihm klar wurde, wer ich bin und dass ich mit seiner Mama zusammen bin. Mit meiner? Mit seiner von Lukas. Achso, mit seiner. Deiner auch. Ach, Glück gehabt. Übrigens, du Pimmelpeisker. Jetzt kommt's, was denn? Ach so. Scheiße. Also, ach so, scheiße, Alter. Ich hatte voll den Denkfehler vorhin. Die Garage ist gelb, wenn du sie schon gekauft hast. Ein grün. Ne. Warum soll die denn gelb sein? Gelb ist so... Weil sie dann dir gehört. Scheiße, niedriger Füllstand. Wo ist denn das? Ein gelb ist... Nein, Manus. Das siehst du jetzt falsch. Gelb ist, wenn grün ist sie in der Stadt, wenn du sie noch nicht hast. Nein. Dann ist sie grün. Grün ist sie, wenn du sie hast. Gelb ist sie, wenn du in der Stadt warst, die entdeckt hast, aber nicht gekauft hast. Und rot ist, hast du nicht. Rotes Werkstatt. Nein, keine Ahnung. Was denn? Was? Verarscht mich, Alter. Nein, das will ich nie tun. Du Pimmel, ich kann dir sagen, ich habe einen Beweis. Ich habe den Beweis. Ja, ich verarsch dich. Halt die Klappe. Ja, ich habe einen Beweis. Was denn? Ich bin nämlich gerade an der Tankstelle in meiner Werkstatt. Und die hast du nur die Tankstelle, wenn die Werkstatt dir gehört, die komplett ausgebaut hat. Und dann ist sie gelb. Und ich bin vorhin an der Stadt vorbeigefahren, Alter, und da war die Werkstatt grün. Und die habe ich noch nicht gehabt. Und ich hätte die gekauft, weil ich noch Zeit hatte. Und ich habe dich gefragt. Und du hast das falsch gesagt, ey. Jetzt bin ich wirklich sauer auf dich. Wir wollen uns darüber nochmal unterhalten. Heute nicht mehr. Aber wir sollen doch nicht wütend... Aber, hör auf, dir einen abzustottern, Junge. Wir sollen nicht wütend ins Bett gehen. Ich gehe jetzt noch nicht ins Bett. Wir nehmen gleich noch Animals auf. Pass mich nachher erstmal selber an, Junge. Gar nichts mehr auf hier, ey. Können die Schnunzel brunzeln. Ein eigenes Süppchen kochen und dann nochmal anrufen vielleicht. Anrufen? Nochmal anrufen, kannst du mal fragen, ob wir drüber reden können oder so. So. Er geht nicht. Warum nicht? Ja. Kann ich jetzt nicht. Das kann ich nicht sagen. Hä? Das kann ich nicht sagen. Was denn? Ja, ich hab dann keine Zeit mehr. Wann? Wenn du mit deinem Süppchen kochen fertig bist. Was machst du denn? Ja, das kann ich dir ja nicht sagen. Weißt du doch, oder? Nein. Ach, ich gib's zu. Komm, warte. Das wollte ich dir eh schon länger erzählen.
20 PS mehr, ey. Spaß. Was? Ja, weil dann ist Jean bei mir. Wann? Wenn du dein Süppchen kochst. Bei dir oder was? Mach als Maul. Was wird denn? Der Sticker aufkleben oder ein neuer Posi-Album oder was wird er da machen? Ja, wir nähen zusammen. Ja, aber mehr auch nicht, Kollege. Ja, sicher, mehr auch nicht. Das vernähe ich dich mal, mein Freund. Wir nähen T-Shirts. Ja, ja. Für die Gamescom. T-Shirts, ja. Mit deinen Namen drauf. Das ist ja ein Sauerstoffzelt nähen, Junge, ey. Ich will ja fertig bin. Bald wirst du nicht kommen, ey. Brenn nämlich wie ein Schwarzer. Ich pick's dir ins Auge. Die rennen immer so schnell, weißt du? Ich weiß, was du meinst, trotzdem pick's ich dir ins Auge. Wen, was? Mir? Du? Ja, ins Auge? Mit was denn? Ah, ich weiß es. Halt's Maul, ey. Denk mal hier, Wir haben ja, halb eins, ey. Was? Wir haben halb eins und jemand schreibt mir... Ist es schon? Ist es schon, ja. Und jemand schreibt mir gute Nacht. Es ist halb eins? Oh. Echt spät. Alter, es ist halb eins. Oh. Was? Halb eins Nacht, ne? Ja, halb eins, sonst wäre es ja 12.30 Uhr. Ja, also, weiß ich nicht. Manchmal ja. Sagst du auch Viertel eins. Und ich weiß, und ich sitze hier und denke mir, was will er von mir? Also, ich sag Viertel eins. Ja, Viertel eins. Viertel eins. Ja, keine Ahnung, was du da manchmal sagst. Wann nehmen wir weiter auf, Manus? Viertel eins. Und dann bist du schon weg, oder? Viertel eins. Nicht Viertel eins. Das ja. Sag ich nicht. Aber mit deinem Akzent. Viertel eins. Ja. Weißt du, was Viertel eins heißt? Nee. Mit meinem Akzent, wie schreibe ich den denn bei Skype? Den Akzent. Mit Akzent. Ja, wie schreibe ich in dem bei Skype meinen Akzent? Keine Ahnung. Aber, ja, sag mal, ich stand hier und wusste nicht, was du meinst. Es gibt Viertel und Dreiviertel bei uns, Mann. Ja, kenne ich aber nicht. Bei uns gibt es Viertel nach. Dann lern's, Mann. Ich kenne da auch Viertel nach und Viertel vor. Ja, warum soll ich denn lernen? Du bist doch hier. Ja, warum sollst du lernen? Ja, ja, weil. Das hast du damals schon gefragt, ne? Halt's Maul. Das ist ja auch so, ihr seid jetzt auch ja so gesehen von uns ja übernommen worden, von den Westdeutschen. Deswegen müsstest du ja das von uns übernehmen. Diese Scheißmücke, Alter. Verstehst du? Was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. So, also was heißt jetzt Viertel? Keine Ahnung. Willst du mich jetzt verarschen? Ich weiß es, Viertel nach. Pass auf, ich sage jetzt, wir treffen uns morgen Viertel zwei. Ja, dann weiß ich nicht, was du meinst. Was könnte ich meinen? Was könnte ich denn meinen? Viertel zwei, da hast du doch gerade wieder selber gesagt. Ich hab gesagt, Viertel zwei. Ach, Viertel zwei, ja. Weiß ich nicht, Viertel vor? Damn it! Was tut denn, ey? Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Entschuldigung. Kannst du dir nicht vorstellen? Wow. Kannst du dir echt nicht vorstellen? Ich gerade hier mit dem LKW, wie ich das gerettet habe, das ganze Ding, wie ich das geschaukelt habe, das Pferdchen. Ich bin jetzt wirklich sehr, 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 sehr lange Zeit auf einer Seite nur gefahren. Und die zwischen Kippen und Nicht-Kippen, es war ein stetiger Wechsel der Gefühle. Okay. Ja, tut mir leid. Tut mir leid, aber es war gerade echt zu krass. Ja, Viertel zwei. Ein Wechsel der Gefühle mache ich 10-mal auf dem Weg zur Arbeit durch, Alter. Das glaube ich dir. Und kein Bock auf noch wie mehr. Wie viel Restbuden fressen vorbei? Viel Spaß. Aber sag mal, Viertel zwei. Viertel zwei, ja, ich keine Ahnung. Viertel vor zwei? Ein Viertel von zwei. Ach, ein Viertel von zwei. Keine Ahnung. Jetzt stell ich dich so an. Was echt? Könnte ein Viertel von zwei sein? Halb? Das war Spaß.
was nicht. Nee, was wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, was du sagst, doch einfach, Alter. Ich glaube. Stunde hat? 60 Minuten. Ein Viertel? Das. Keine Ahnung. Also die Hälfte? Ja, die Hälfte, ja. Wie ach, 45. Die Hälfte? Ach, 30. Mann, es ist spät. Also von 60 die Hälfte war jetzt? 30. Was ist aber ein Viertel von 60? 15. Viertel 2? Keine Ahnung, ey. Viertel vor 2? Ich hab... Fletsche gleich eine. Ohne Mist, durch den LKW, durch die Windschutzscheibe. Gleich bei dir ein. Zack, einfach so hier. Geh dann einfach so. Ich sag dazu nichts mehr. Oh scheiße, ich bin falsch abgebogen. Viertel 2, das heißt, es ist Viertel nach 1. Was soll denn der Bums? Und 3 Viertel 2 ist Viertel vor 2. 3 Viertel 2. 3 Viertel 2 ist irgendwann, Viertel du, vor 2. Wenn du irgendwann schreibst, 3 Viertel 2 bin ich da, dann antworte ich nicht. Aber das musst du lernen, das schreibe ich jetzt nur noch. Mhm. Aber 3... Ernst, oder? Ich bin fertig. Ich war gerade zur Spedition. Boah, hier hat jemand genau denselben Wagen wie ich, nur mit grüner Schriftreifen. Aber wir haben die gleiche Lackierung. Ja, auch hier aus dem Shop, oder? Also ja. Der hat einen gleichen Shop wie du. Wuh. Ich hoffe jetzt hier die Garage. So, und noch ein Auftrag abgeliefert. Ganz toll. Ganz toll, Manus. Klatsch dir gleich an. Was denn? Nix. Wieder. So, ich komme auch noch schnell in die Garage und dann sind wir fertig. Viertel zwei. Ist? Sag ich nicht. Also wir treffen uns morgen, ich würde ja sagen, wir treffen uns morgen, 3:15. Hä? Hältst du noch mal? 3:15? Ja. Ha! Wann ist das? Wehe, du bist nicht da. Ich bin einfach ab 8 Uhr da. 9:45. Aber ich weiß, das versteht ihr von da drüben nicht. Das verstehen die meisten nicht. Ich sag auch Viertel vor, ne, Viertel nach und so weiter. Und ich respektiere das auch. Weißt du, regt mich auch nicht drüber auf. Ich kenn's ja sogar, ich weiß es sogar. Aber ihr seid so ein abgehobener Scheißhaufen, ey, ohne Mist. Alter. Nur hier gedisst und fertig gemacht, Du bist nur neidisch, weil wir damals Bananen hatten. Und F6. Ja. So raus, ey, als ob du deine ganze Kindheit Bananen gegessen hattest, ey. Nö, ich mag nicht mal Bananen, Alter. Nur in Eisform und Joghurt. Aber ich bin fertig. Ich auch. Ups. Dann würde ich sagen, meine lieben Freunde. Danke fürs Zusehen. Schaut beim Manus vorbei. Lasst ein Like da und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.